Hallöchen, meine lieben Freunde! Und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge vom Couple Talk. Wir sind beide noch mega nervös und mega aufgeregt. Aber ich denke, das machen wir, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich merke das schon an ihr. Sie ist total unauthentisch. Aber das wird alles jetzt in den nächsten Folgen. Was haben wir uns heute rausgesucht? Wir haben heute Wer würde eher Fragen so rausgesucht, um einfach mal ein bisschen reinzukommen, dass ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernt. So die ein oder anderen Fragen, wo unangenehm sind, sind dabei. Aber ich denke, das machen wir trotzdem ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Wieso haben wir jetzt einen Podcast erstellt? Was war so deine Idee dahinter? Wenn ich ganz ehrlich bin, das war ja abends um 11 Uhr, haben wir spontan gesagt, ja, hast du Lust auf einen Podcast? Und haben wir gesagt, ja gut, machen wir, oder? Ja, und warum? Weil wir immer die ganzen Podcasts hören, und so von größeren YouTubern und so, von, Klaassen hören wir, ne? Bibi und Julian, ja. Und Bianca jetzt mittlerweile, genau. Wie heißt der noch Podcast nochmal? Jaren Aria, der eigentlich ganz gute Podcast, den hören wir schon seit über einem Jahr oder zwei, keine Ahnung. Das hat uns dann inspiriert, genau. Wir hören es immer halt zum Einschlafen, haben wir gedacht, ja, warum nicht mal einen eigenen machen? Ja, ich war sogar extra noch gestern dann im Baumarkt, habe mir diese, so die Leute, die jetzt nur zuhören, die sehen es natürlich nicht, ne? Aber ich habe mir fette Paneele geholt, alles hier gemacht, hat arschvoll Geld gekostet, aber kein Cent ist mir... Jeder Cent ist mir das wert auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen erstmal zu uns an. Vielleicht für die Leute, die uns noch nicht kennen. Kannst du ja mal sagen, was du so machst, generell so auf Social Media? Ja, genau. Also viele kennen mich wahrscheinlich von TikTok. Da mache ich Comedy-Videos. Seit 2020, glaube ich. Genau. Und dann habe ich sie vor 3 Jahren oder so, keine Ahnung. Knapp 3 Jahre. Habe ich sie dann kennengelernt. Sie hatte mich ja angeschrieben. Und ich hatte davor jetzt eine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht, sie bestanden und jetzt bin ich bei iClip als Social Media Manager tätig, da kennt man mich vielleicht auch, weil ich ja auch immer vor der Kamera bin ganz viel und das TikTok nebenbei ist ja immer noch so mein Ding, da bin ich jetzt aber ein bisschen inaktiv geworden und deswegen habe ich gedacht so, Podcast wäre eigentlich mal eine coole Abwechslung so für den mal Alltag. Was Neues, genau. Ja, zu mir. Ich bin Jamie, ich bin seine Freundin, ich bin 19 Jahre alt und aktuell bin ich noch Schülerin und ich bin ab und zu mal in seinen Videos zu sehen. Süß, das ist wie so bei der Schule, wenn man sich so kennenlernt. Ich bin 19 Jahre, mein Hobby ist. Ja, was soll ich sagen? Nee, aber ich bin ab und zu auch in den Videos zu sehen, deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir vielleicht mal was Neues. Schauen wir mal, was wird. Holst mal die Fragen am besten raus, dass wir direkt mal anfangen können. Nicht wundern, ich habe hier mein Handy nebenbei, um auf die Notizen zu gucken. Wie immer bei den anderen, wir machen das so nach, egal. Ja, wir müssen ja auch reinkommen. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Also, wer würde eher ein Kind schubsen? Ja, mit welchem Hintergedanken? Hä? Einfach, wenn es zum Beispiel so laufen würde, einfach schubsen. Oder so ein Gehfehler oder so. Ja, dann ich eher. Auf jeden also Fall, ich hatte du. Mal damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es immer mega das Gerangel so beim Zug, wer da reinkommt und so, kennen vielleicht auch viele. Und ich bin dann in den Zug, wollte ich gerade so reingehen, auf einmal kommt so ein kleines Kind von hinten, stummt mich so übelst weg, wollte so an mir vorbei, Alter. Ich pack das so, Alter, schmeißt es voll gegen die Wand, ey. Und dann hat es erstmal geweint und hat seine Mama angerufen. Ja, also ich denke, dann wohl eher du. Also eher ich, ja. Auf jeden Fall. Frage. Wer würde eher bei einem Film weinen? Also ich denke auf jeden Fall ich. Ich weine ja wirklich bei jeder Szene, egal ob Serien oder Filme, was wir auch gucken. Wann hast du das letzte Mal geweint? Bei The Walking Dead, wo Glenn gestorben ist. Perfekter Spoiler, Digga. Jeder, okay, der jetzt The Walking Dead guckt, sorry dafür, ne? Ja, wir haben gerade erst angefangen, also was heißt gerade erst? Wir sind immer mal wieder so reingekommen und haben immer wieder angefangen. Aber das war das letzte Mal, glaube ich. Ja, also wir haben es einmal geguckt und dann irgendwann bei dem Gefängnis, ach so ein Spoiler, da haben wir dann weggeschaut so. Aber jetzt dann so, ich erzähle jetzt nicht weiter, ne, aber jetzt ist wieder spannend, sehr spannend. Wir sind jetzt Staffel 8 oder so, ne, über Serien und so reden wir dann auch noch irgendwie, keine Ahnung. Ja, genau. Okay, machen wir weiter. Sich betrunken die Augenbrauen abrasieren. Boah, würde ich fast sagen, du jetzt. Was? Ja. Ich würde mir niemals auf die Idee kommen, mir betrunken meine Augenbrauen abzurasieren. Aber du hast schon betrunken ein Tattoo stechen lassen. Ja, gut, aber ich würde jetzt nicht meine Augenbrauen betrunken abrasieren. Ja gut, dann lassen wir. Also würde das keiner machen, oder was? Boah, wenn ich vielleicht richtig betrunken wäre und vielleicht Geld dafür bekommen würde, dann vielleicht. Ja, safe so für Geld, keine Ahnung, aber jetzt so random. Die wachsen danach, aber jetzt so random. Hat man in jedem Zustand eigentlich, ist man so bei Sinnen, dass man sagen kann, nee, ja, aber wenn man so, ja, vor allem wenn man betrunken ist, sagt man jetzt auch nicht, oh, ich habe jetzt Lust, mir die Augenbrauen abzurasieren. Ja. Also,
Also wenn für Geld, dann ich auf jeden Fall. Auf der Toilette telefonieren. Also ich glaube, das Hä? mache auf jeden Fall ich. Das machen doch voll viele. Ich habe zum Oder Beispiel ist mal es einen nicht so ein Ding, Podcast gehört, dass man dass. telefoniert? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mal bei einem Podcast gehört, dass es eigentlich nicht so normal ist. Aber jetzt so öffentliche Toilette oder Nee, wenn wir zum daheim? Beispiel bei uns auf der Toilette sitzen und telefonieren halt. Ja Okay. gut, wenn jetzt so meine Schwester anruft, dann ist es mir eigentlich egal, aber ich würde jetzt kein Telefonat mit der Krankenkasse führen auf dem Klo oder so. Ja. Bei so Privatpersonen dann ist eher, dass man da Ja, aufs Klo genau. geht so oder mit Leuten, die man schon gut kennt, aber jetzt so Krankenkasse und so, da Oder Bank oder was weiß macht ich. man das ja nicht so, ne. Okay, Teil einer Reality-Show werden. Also sagen wir mal so Safe, Teil. safe bin ich dabei. Ich glaube auch, der Joscha ist da eher dabei. Also ich könnte es mir auch vorstellen, aber ich glaube, du passt da schon eher so rein. Ja, aber es ist halt immer ist die Frage, ne, auf welche Reality-Show, ne? Also so Temptation Island ist schon grenzwertig. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ob wir das machen würden. Was würdest du da So, sagen? Sommerhaus der Stars würde ich cool finden. Das auch, aber ich glaube, Temptation Island nicht. Das tut schon einen Haufen Beziehungen kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich da Lust so drauf hätte, Ja. so ins Messer zu rennen einfach. Also, ja, also. Oha, wie als ob so, als ob ich jetzt so der. Nee, 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 das meine ich nicht. Aber ich finde sowas unnötig, dann da reinzugehen und zu wissen, ja, da könnte was passieren. Ich finde es unnötig. Also, ich denke Vor eher allem die du. Tränen ist ja immer so, gell, dass es dann so secret bleibt, zeigen dir Ja, dann ja, fünf ja. Folgen lang nichts, was passiert ist und so. Nee, wir haben da auch mal ein paar Staffeln davon geguckt und ich bin da. Ja, Also, müssen wir mal wieder gucken. gucken tue ich es gerne, aber ich weiß nicht, ob ich da selber bei Temptation jetzt nicht. Sommerhaus der Stars wäre was, ja, aber jetzt so Temptation alle würde ich sagen. Wäre nichts für mich. Ja. Eher dann du. Okay. 2 Wochen lang keine Zähne putzen. Aber 2 Wochen ist schon arg. Ja, du oder ich? Ah, keine Ahnung. Ich denke eher du. Sagen wir Ich denke einfach mal ja du. auch ich, ja. Okay, ein Dreier mit 2 Frauen haben. Safe. Direkt. Also ich muss da ehrlich sagen, mit Frauen fühle ich es nicht so. Also ich glaube dann doch eher du. Okay. Okay. In einer offenen Beziehung leben. Könntest du dir das vorstellen? Nee, also wenn dann eher, also entweder was Lockeres oder Beziehung, sowas, also offene Beziehung habe ich nicht so verstanden, ist es dann, dass man zusammen ist wirklich und Ja, dann dass du auch mit einer mit Person anderen, zusammen bist, aber es offen, dass du okay. praktisch trotzdem was mit anderen haben darfst, also Ja, kannst. nee. Ich könnte mir das irgendwie auch nicht so vorstellen. Finde ich Quatsch dann. Finde ich auch unnötig, entweder ganz oder gar nicht, aber es ist ja jedem das seine, aber jetzt für Ja. uns wäre es jetzt nichts. Wer würde eher in einem Geschäft klauen? Ich glaube, du. Warum ich? Ich habe noch nie was geklaut. Ja, okay, dann wäre es, glaube ich, Und du hast schon, was hast du alles schon geklaut? ich. Ich hab. Oh, tschüss, jetzt stellst du mal nicht so da. Ich habe mit 13. iPhone, Oh, iPad. nein, das stimmt jetzt nicht. Ich habe mit 13 mal beim New Yorker mit einer Freundin, das ist schon ein bisschen länger her, wie gesagt, mit 13, war das so irgendwie die Zeit, wo es ganz cool war. Halt einfach mal so ein paar Oberteile, ja, und dann wurden wir Was? halt beim New Es war Yorker. cool zu klauen, hä? Ja, damals war das halt so, hat das irgendwie alle angefangen in unserer Freundesgruppe zu machen und dann wurden wir halt erwischt. Letztendlich aber im DM, weil wir dort auch mal noch Da kamen Pinsel die oder am so geklaut Chillen. haben. Wieder kam die Polizei und dann mussten wir mit aufs Revier. Könnt ihr euch Okay. vorstellen, unsere Eltern waren nicht so begeistert darüber, aber ja, Nee, ich wäre voll begeistert davon gewesen, auf jeden würde ich Fall. heute natürlich so nicht mehr Ja. machen, aber wer würde eher einen Monat kein Alkohol trinken? Ich. Auf jeden Fall Auf der jeden Joscha. Fall ich. Ja, würde ich auch sagen. Das wissen wir beide. Da einigen wir uns drauf. Wer würde eher im Bett der Eltern Sex haben? Boah, schwierige Frage. Würdest du? Ich würde, wenn ich könnte. Ja, wer würde Einzig von. und allein mein Gesicht ist die Hürde. Nee, ja, keine Ahnung. Ich glaube, du willst es nicht machen, oder? Doch, Bei also deinen Eltern. hatte ich schon mal tatsächlich. Ach so, Aber ja. schon ein bisschen Ja, hat sich länger. die Frage ja übrig. Ja, also. Pff. Ja. Wer würde eher sich von Social Media verabschieden? Er ist safe, du, oder? Boah, ich bin da halt auch schon extrem Ja, drauf, aber du aber. verdienst kein Geld damit. Da müsst, also, müssen wir ja gucken, ne? Du postest ja eh nichts. Jetzt mal nicht nur durchs, dass man damit Geld verdient. Wer würde zum Beispiel einfach eher mal TikTok oder Instagram löschen? Ich glaube, es geht nicht nur um das, dass du damit Geld verdienst, sondern die Social Media Accounts sich davon zu verabschieden. Ja, würde ich nicht machen. Ja, ich Absolut eigentlich nicht. auch nicht. Nee, aber hä? Bei dir macht es ja weniger Sinn. Ja, aber es hat ja nichts mit dem Geld. Angenommen, du verdienst kein Geld. Jetzt einfach, wir sind so normale Ja, dann Leute. könnte ich es machen, ja. Ja, darum geht's ja. Ach so, ja, wenn wir jetzt normale Leute wären. Wer könnte sich schneller praktisch von, wo sagt, ja, brauche ich jetzt nicht, kann ich jetzt mal löschen? Boah, ja, würde ich machen, aber TikTok brauche ich schon. Ich glaube, wenn ich YouTube noch hätte, wäre alles fein so, aber. Ich finde, man ist halt mittlerweile schon so arg in dieser Welt drin, dass es schwieriger, sagen wir mal, so ist als früher.
mal einfach mal eine Woche kein Handy zu haben. Ja. Hey, vor allem, ich arbeite als Social Media Manager, natürlich brauche ich das, hä? Es ging ja darum, wenn du es nicht wärst. Naja, ja. Gut, sagen wir jetzt einfach mal, wir könnten es beide sagen. Wir ja. So jetzt einfach. Okay, wer würde eher sich besoffen ein Tattoo stechen lassen? Du. Auf jeden Fall ich. Ich neige dazu, solche verrückten Ideen. Zeig mal dein Tattoo. Nein, das zeigen wir nicht. Zeig mir dann in der nächsten Folge. Mm, wo ist denn dein Tattoo für die Zuhörer? Mein Tattoo ist am linken Fuß unten. Das ist das Geburtsdatum meiner Schwester, was leider nicht so gut gestochen wurde. War von einer Freundin damals von mir, war vielleicht nicht die schlauste Idee, aber bereue ich es jetzt, ist relativ. Bereue ich das? Nö, Digi, habe ich es trotzdem getan. Ja. Es ist jetzt halt da und ich glaube, ich würde es mir vielleicht mal überstechen mit einem schöneren Motiv, aber. So die Zahlen so verzieren, ja, dass man halt da so... Ja, oder halt einfach ausbessern, aber ich glaube, weglasern jetzt nicht. Es hat ja schon eine Bedeutung. Und so schlimm sieht es tatsächlich jetzt auch nicht aus. Also, wer würde eher ein Porno drehen? Boah, nee. Ich niemals machen eigentlich. Also, ich könnte es mir vorstellen. Also, jetzt nicht so unbedingt, aber ich könnte es mir vorstellen. Ist schon, dass meine Eltern zuhören. Meine Frau auch. Also jetzt, also so OnlyFans vielleicht. Ah, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen gespalten. Sagen ja, ich bin da auch sehr gespalten. Sag mal vielleicht. Okay, wer würde eher ein Tattoo mit dem Namen des Partners stechen lassen? Weil ich absolut keine Tattoos will. Ja, aber würdest du, wenn du Tattoos wollen würdest, würdest du es machen? Ein Tattoo mit meinem Namen? Nee, würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Ja, würde es keiner machen. Würde's perfekt, keiner machen. Alter. Okay. Muss man da dann, muss es einer machen dann bei den Fragen? Nee, es geht ja, wer würde eher, wenn wir sagen, beide machen es halt gar nicht. Ach so. Dann ist es halt so. Ach so. Was sollen wir machen? Also. Ja. Ich lese die nächste Frage vor. Okay, warte. Wir sind hier. So, die nächste Frage. Dein Geburtsdatum, blablab. Wer würde eher den Geburtstag des anderen vergessen? Auf jeden Fall du. Ich! Wir sind jetzt knapp 3 Jahre zusammen und er weiß immer noch nicht genau, wann ich Geburtstag habe. Ja, so irgendwas im Februar, gell? Ja, und wann? Leute, bis am heute weiß 7. er es immer noch am 6. Und er weiß bis heute auch noch nicht, wie man meinen ganzen Warum Namen schreibt. Warum bin ich da immer einen Tag... Es ist immer so. Wer würde eher Streit mit den Nachbarn anfangen? Ich denke auch eher du, weil du so ein bisschen... tollpatschig manchmal in sozialen Kontakten bist, so, das stimmt doch wie nennt gar man nicht. Das, so ein bisschen... Ich würde nicht einfach so, wenn mir was wirklich nicht passen würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich mal was sage. Habe ich jetzt so Stress anfangen? Ja. Könnte ich jetzt nicht. Und ganz kurze Information, Leute, wenn ihr Gruselgeschichten habt oder wenn ihr Beichten habt, könnt ihr die gerne auf Instagram mir schreiben, @derJoscha, so heißt ich auf Instagram. Und dann könnt ihr mir natürlich anonym, ne, könnt auch einen neuen Account oder so, keine Ahnung, könnt ihr mir Geschichten zusenden, die wir dann im Podcast vorlesen oder irgendwelche Beichten. Ja, Beichten oder Gruselgeschichten. Wir können ja mal eine Umfrage machen am besten auf Instagram, was wir als erstes machen sollen. Und je nachdem könnt ihr uns das dann Ja, genau, stimmt. Ich kann ja schon mal jetzt auf Insta-Stories machen. Ich habe nur eine Story vom Studio gemacht, aber das kann man auf jeden Fall machen, ja. Wenn ihr auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge dabei sein wollt, dann schickt uns gerne auch anonym die Beichten oder je nachdem halt die Gruselgeschichten, was euch erlebt, also was ihr erlebt habt, auf Insta zu. Dann könnt ihr nächstes Mal dabei sein. Genau. Genau. Wir könntet auch vielleicht noch eine Telefonnummer dazu schicken, falls man euch im Podcast anrufen soll. Wenn ihr dazu Lust habt. Oh, tschüss. Nee, machen wir extra. Also extra noch? Extra einen Aufruf. Sicher? Für Telefongespräche. Ja, okay, so. Oder wenn ihr darauf Lust habt. So auf Domian angelehnt. So, ja, Bro denkt, der wäre Domian. Ja, okay, können wir machen. Muss immer das M abgewöhnen. M. Du ja, sagst das sehr stimmt. Oft M. Das wir stimmt. Sagen auch sehr oft M. Wir hätten den Podcast einfach M nennen sollen. Ja, wir haben wirklich sehr lange überlegt, was wir als Name machen sollen. Das war wirklich nicht einfach. Gut, okay, ich versuch's mir abzugewöhnen. Okay, jetzt wird's blöd. Aufhören zu arbeiten. Wer würde eher aufhören zu arbeiten? So fürs Rest des Lebens, oder was? Mhm. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ich glaube eher ich. Oder würdest du auch nie wieder arbeiten gehen? Ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich nie wieder arbeiten. Ja, okay. Dann würde ich TikToks machen nur noch. Wer würde eher vegan werden oder vegetarisch? Ich würde sagen vegan. Vegan? Mhm. Nee, niemals. Ich könnte es mir vorstellen, mal wirklich es auszuprobieren, mal was anderes. Also ich glaube, ich könnte mir es vorstellen. Tatsächlich. Das wäre mir ja zu stressig. Du musst halt, wenn du vegan lebst... Das ist sehr, sehr stressig, immer diese ganzen Packungsbeilagen zu lesen, keine Ahnung. Nee, könntest du dir vorstellen, vegetarisch zu werden? Boah,
Vegetarisch schon eher, ja. Aber so vegan, also auch wenn man auf irgendwelchen Feiern ist oder so, alles ist mit Fleisch oder keine Ahnung. Ich glaube auch, wenn eher erstmal vegetarisch, weil wenn du vegan lebst, musst du ja auch wirklich Schuhe müssen komplett vegan sein, deine T-Shirts, weißt du. Ach so, auch nicht aufs Essen bezogen, ne? Nee, da, wenn du vegan lebst, musst du mit allem. Also wirklich, dein Sofa muss vegan sein, deine Zahnpasta, es muss wirklich alles, also es ist schon, also wenn, dann eher vegetarisch. Wer würde eher ohne Auto auskommen? Wahrscheinlich du? Nee, ich glaube, dann wären wir beide nicht. Wir beide, das geht ja nicht. Ja, doch, also ich... Also auskommen würde, glaube ich, eher ich, weil ich eher Zug fahre und so ein Scheiß. Echt? Also ich glaube dann auch eher... Beziehungsweise keine Ahnung, habe auch lange ohne Führerschein gelebt, deswegen... Ja, deswegen, ich glaube eher du. Und du bist ja immer auf mich so angewiesen, so mäßig, dass du immer überall hingefahren werden musst, sage ich jetzt mal. Weil ich natürlich auch sagen muss, so Zugfahren ist schon eklig, ist schon stressig, auch mit diesen ganzen Leuten, die da sind, ne? Ja, aber ich mache ja gerade meinen Führerschein, also ich denke, ich würde auch wirklich viel, auch Kurzstrecken wahrscheinlich mit dem Auto fahren, weil ich wirklich, keine Ahnung, ich finde halt schon, Auto ist wichtig. Ja, vorhin noch gesagt, sie wird vegan werden, jetzt will sie Kurzstrecken mit dem Auto fahren, perfekt, Digga. Ich habe gesagt, ich könnte es mir vorstellen, auszuprobieren. Aber jetzt auf Dauer, eher nicht. Wer würde eher den Haushalt schmeißen? Also sagen wir mal auf Dauer. Das machst du ja. Also eigentlich ich. Ja. Ja, Frage erledigt. Wer würde eher nackt aus dem Haus laufen? Wieso? Da ist nie ein Hinterding dran. Ja, das habe ich halt aus dem Internet gefischt. Nackt aus dem Haus laufen. Jetzt einfach nackt runtergehen, den Müll rausbringen, sagen wir mal so. Komplett. Komplett nackt. Wer mehr? Ich glaube, das würde eher ich also machen. Ich habe da nicht so viel Schamgefühl. Doch, glaube ich schon. Ich glaub eher ich als du. Okay, wenn du es meinst. Ja, oder würdest du es machen? Ich würde es nicht machen, ne? Ja, wenn dann eher ich. Okay. Gut. Ja. Gut. Wer würde eher in der Öffentlichkeit Sex haben? Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Ausprobierer. Nee, also eher ich dann. Ich glaube eher du. Ja. Ja, safe. Wer würde eher... Wo hattest du schon mal so Content provozieren sollen? Auch mal eine einzelne Folge drüber drehen oder so über das erste Mal. Ja, oder so. Am besten nicht, weil sehr viele Leute, die ich kenne, zuschauen. Oh, oh. Wer würde eher jemanden vom gleichen Geschlecht küssen? Ich denke eher ich, oder? Ja, ich denke auch eher. Mädchen, die sind da so ein bisschen, haben nicht so viel Charme. Ja, da ist es akzeptiert so. Ja. Okay. Da ist es akzeptiert. Wer würde eher bei einer Zombie-Apokalypse überleben? Da haben wir letztens schon drüber geredet, wegen The Walking Dead. Hab ich gesagt, ich glaube, er würde länger überleben als ich, glaube ich, oder? Wieso? Weiß nicht, denkst du nicht? Du hast halt so viel mehr, du kennst dich halt so vom Ding her viel mehr aus. Ich weiß nicht, ich denke schon eher du. Also wirklich, alleine jetzt. Nee, sagen wir mal so angenommen wie bei The Walking Dead. Du bist so alleine und wie bei The Walking Dead, aber du bist komplett alleine, ohne irgendwie eine Gruppe so. Ja, stell mal vor, du wachst im Krankenhaus auf wie Rick. Ja. Und dann musst du ja erstmal gucken, du weißt ja nicht mal, was abgeht draußen. Und dann ja, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich würde auch eher sagen, ich so. Ich glaube, ich würde schneller umgebracht werden, als ich gucken kann. Ja. Ja. Wer würde eher eine kriminelle Laufbahn einschlagen? Sag mir mal, wir trennen uns jetzt und wer würde eher als erstes eher kriminell werden? Ja, ich denke dann eher ich so, oder? Vom Kriminellheitsgrad, sage ich jetzt mal, kann man ja schon auch so Sachen machen, wie zum Beispiel Steuern hinterziehen oder so. Was man eher machen würde. Ich glaube auch du, weil du dich in so Sachen viel mehr auskennst. Ja, da wäre ich schon eher dabei als sie, glaube ich. Ich glaube auch. Ich bin so ein Schisser. Ich würde mich sowas auch gar nicht trauen, glaube ich. Ja. Wer würde eher wieder bei seiner Mutter einziehen? Ich glaube eher ich, oder? Echt? Ich hätte jetzt gesagt ich. Du würdest eher wieder bei deiner Mom einziehen. Ja, aber du möchtest ja nicht bei deiner Mom leben, oder? Ich möchte, wenn ich nicht mehr mit ihm zusammen wohnen würde, auf jeden Fall alleine wohnen. Also nein, du hast recht, ich glaube, wenn eher du. Ja. Dann safe. Hätte schon Bock drauf. Einfach wieder komplett... Die würde sich freuen, wenn du mal von der Tür stehst. Nur ein Zimmer haben, Alter, nix hier regeln müssen, Wohnung und so. Wer würde eher eine Woche auf sein Handy verzichten? Ja, ist ja das gleiche wie jetzt bei Social Media. Da würde ich ja sagen, du, weil ich würde es nicht machen. Mir wäre halt todeslangweilig. Du kannst auf Fernsehen gucken. Du kannst auch einen PC benutzen. Ich finde es scheiße, ich brauche mein Handy. Ja, es ist halt... Ja, wenn, denke ich eher ich, okay. Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Ich denke dann vielleicht sogar du. Ja. Denkst du? Ja, ich glaube auch eher ich. Okay.
Wer würde eher einen Dreier haben? Die Frage hat sich ja schon... Nein, die Frage war mit zwei Frauen, aber generell einen Dreier. Ja, du würdest generell keinen Dreier haben, ich oder? Ich glaube, also jetzt gerade im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht irgendwann, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt aktuell denke ich eher, dass eher einen Dreier haben würdest. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Wer würde eher sich ein Intim-Piercing stechen lassen? Ein Intim-Piercing, ja du, safe. Sag mal, du bist von Kopf bis Fuß bist du zu tätowiert, gepierst. Immer, ich wäre gepierst überall. Also ich habe Nasenpiercing, ein Zungenpiercing, Bauchnabel und einen Helix. Mehr habe ich nicht. Ja, das ist schon zu viel. Man sieht die meisten gar nicht, außer das eine an der Nase. Ich muss sie sehen. Das ist doch aber nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Es ist jetzt nicht, dass ich hier eins habe und hier und da. Leute, schreibt mir auf Instagram, wie viele Piercings ihr habt. Ja, schreibt mal oder ja, schreibt uns gerne mal, wie viele Piercings ihr habt. Ihr könnt auch mal gerne uns in Instagram schreiben, was für Vorschläge ihr habt in Zukunft oder was ihr gerne hören möchtet von uns. Letzte Frage schon. Schreiben die, ich will gar nichts mehr von euch hören. Löscht euch. Ja, letzte Frage. Wer würde eher geblitzt werden? Auf jeden Fall du. Aber du hast so Schweineglück jedes Mal. Ja, ihr müsst wissen, ich habe wirklich gute App, die heißt Waze. Du müsst euch alle downloaden, wenn ihr ein Auto habt. Downloadet euch Waze. Da habt ihr wirklich fast alle Blitzer, also 99% der Blitzer sind drauf, Polizeikontrollen, Stauwarner, Baustellenwarner. Also bin ich als Picobello, aber ich muss eine kleine Story erzählen. Ich war letztens mit ihr auf dem Rückweg von Köln hier nach Hause und da war auf der A63 oder A61 bin ich so gefahren, 150 und zwar 130 erlaubt. Ich hoffe, jetzt kriege ich keine Anzeige, weil das aufgenommen ist und zugegeben. Aber da war, bin ich so 150 gefahren und auf einmal fährt neben mir Polizeiauto vorbei, wieder brutal ins Auto reingeleuchtet. Und da fahren die so vor mich und ich denke so, boah, nee, jetzt kontrollieren die mich oder keine Ahnung, wegen zu hoher Geschwindigkeit. Aber zum Glück sind sie tatsächlich weitergefahren. Hm. Und dann so 20 Kilometer weiter habe ich... Ich habe dann natürlich erstmal sehr langsam gemacht, so, ne? Und ein paar 20 Kilometer weiter bin ich dann wieder so 150, war ich so bei 150. Und dann habe ich ganz vorne, so 2 Kilometer vor mir, glaube ich, es war ja dunkel, habe ich ein Polizeiauto gesehen, weil das hat geblinkt und dann ist ja immer oben ein Blinker und links unten quasi, wenn die überholen so. Und da habe ich gedacht, oh nee, jetzt sind die wieder vor mir. Habe ich nochmal abgebremst und auf einmal hat es geblitzt. Und ich glaube, da wurden wir geblitzt. Ja, und ich glaube, das waren so 134. Und wie viel durften wir fahren? So 140 dürften es sein. 130 waren erlaubt. Also wenn überhaupt da überhaupt irgendein Brief kommt, nehmt euch auf jeden Fall kein Beispiel an mir. Schnellfahren ist scheiße, aber ich kenne halt die Gesetzeslage so, wo man, wie viel man fahren darf, bis kein Punkt und so. Ne, ihr wisst Bescheid. Und ja, es gibt ja auch immer diese Business-Leute, kennst du das, wenn die so sagen, ja, ich fahre immer 20 zu schnell, weil die Zeit, die ich mir dann spare, da verdiene ich mehr Geld dann, als wenn ich, jetzt hat das Mikrofon kaputt gemacht, ja, da spare ich mehr Geld, da verdiene ich dann mehr Geld, wie wenn ich Auto fahre, das ist kack, ja. Ich weiß noch, als du das erste Mal von der Polizei angehalten wurdest, wo ich dabei war, wo wir beide so Angst bekommen haben auf einmal, wo stand der, bitte folgen. Ja, ich hatte eigentlich keine Angst, weil es war ja alles legitim. Ich glaube, ich hatte mehr Angst in dem Moment als du. Da war ja, ich war halt sehr, sehr unter... Ich hatte Todeshunger, ich hatte Todesdurst und ich hatte brutal eh schon gezittert. War so kreislaufmäßig nicht so dabei. Und dann, ja, sind die mir vorne weg so gefahren, erst ganz lang. Und dann bitte folgen so. Nächste Raststätte sind wir rausgefahren. Und da habe ich gemeint, ja, gibt es einen Grund und so? Haben die gemeint, ja, weil du irgendwie vorne bei der Linie so komisch geschnitten hast, so, oder weil du ein bisschen drüber gefahren bist. Und ihr müsst wissen, der Joscha liegt, wenn er Auto fährt, meistens immer so drin, als ob er schläft, als ob er liegt. Dann meinten sie, ja, wie sie halt da drin gelegen sind, so. Ja, die sind ja davor sind die auch wieder mit diesem Licht so reingeleuchtet und so. Ja. Also gemeint, ja, sie schlafen ja fast in dem Auto, so tief, wie sie da sitzen. Naja, und dann war eigentlich alles clean so. Die haben sich ja nur gewundert wegen dieser komischen Bewegung dann. Die haben Tests gemacht, aber alles negativ. Der nüchterne Boss war das, ja. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, war das doch schon mal eine sehr geile Podcast-Folge, die erste. Auch sagen, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich hoffe,
Es war nicht langweilig und ich hoffe, die nächsten Folgen werden auch nicht langweilig. Wie gesagt, wir machen bei Instagram eine Umfrage, nehmt gerne teil, stimmt mal ab, was ihr so sehen wollt und dann könnt ihr uns auch gerne eure Geschichten zuschicken. Per Instagram. Und dann würde ich sagen, macht so. Wir haben noch gar keine Verabschiedung. Was sagen wir? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.